Herzlich willkommen bei Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Hardshelljacke informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele, viele weitere wichtige Produktinformationen und Kauftipps. Und damit starten wir auch schon direkt mit Tipp Nummer 1. Achtet auf die richtige Größe. Sie darf nicht zu eng anliegen, damit ich noch andere Sachen drunter anziehen kann. Sie darf aber auch nicht zu weit sein, dass die Jacke am Ende schlabbert, die Ärmel zu lang sind und die wichtigsten Öffnungen, nämlich an den Armen, am Hals oder auch im Hüftbereich, zu viel Luft drin habe, das möglicherweise auch bei Regen Wasser eindringen kann. Tipp Nummer 2, achtet auf eine gute Luftdurchlässigkeit. Nichts ist unangenehmer, als wenn ich unter einer Jacke schwitze. Dann habe ich vielleicht noch meinen Rucksack auf und noch eine Steigung vor mir und dann wird es sehr, sehr unangenehm. Also gucken, dass wenn ich die Jacke öffne, vielleicht noch ein Netzinnenteil drin habe, denn das befürwortet und bevorzugt nochmal eine gute Luftzirkulation. Tipp Nummer 3, die Jacke sollte wasserabweisend sein. Auch darauf unbedingt achten, gerade wenn es regnet, feucht wird, nass wird, unangenehm wird, dann sollte kein Wasser eindringen. Ein guter Lotus-Effekt auf einer Hardshelljacke, das kann dann dazu führen, dass das Wasser wunderbar abperlt und nicht in die Jacke eindringt. Achtet auch, dass hier oben immer die Bereiche gut geschlossen sind. An den Armen sowie auch an der Hüfte. Tipp Nummer 4. Achtet unbedingt auf genügend Taschen. Stautaschen für Portemonnaie, für Schlüssel, für Geld, für Ähnliches. Einfach, dass ich jederzeit griffbereit irgendwas nehmen kann. Es gibt auch diese Unterarm-Reißverschlussfunktionen, dass ich schnell irgendwo was greifen kann, wenn ich es benötige, ohne den Rucksack abzunehmen, vielleicht noch die Jacke aufzumachen und dann in den Innentaschen irgendwo rumwühlen muss. Genügend Taschen, damit ich das Notwendigste am Mann habe oder an der Frau. Und Tipp Nummer 5, ganz wichtig auch, achtet auf ein gutes Packmaß. Das heißt, wenn ich die Jacke zusammenfalte, wirklich als kleines Paket habe, weil ich es nicht benötige, sollte ich sie vom Volumen her so wenig wie möglich haben, damit ich sie in meinen Rucksack packen kann, ohne mir mein Volumen im Rucksack damit irgendwo zu viel aufzubringen. Das heißt also auch, dass ich andere Sachen nicht mehr mit reinnehmen kann oder mitnehmen kann, weil die Jacke zu viel Platz wegnimmt. Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, dann schaut unter www.sport-und-abenteuer.de rein. Besucht uns bitte auf unserem YouTube-Kanal unter Sport und Abenteuer, abonniert uns und schaut euch noch viele weitere wichtige Kaufratgeber-Videos an. Und nun wünsche ich euch mit eurer Jacke, Hardshell-Jacke, viel, viel Spaß und Vergnügen und alles Gute. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.